Willst du kommen? Ich? Ja? Ja. Mi Louis. Louis. Ja, Louis. Ja, ich komme. Ja, bitte. Na, was sagst du? Mia. Sing mal, jetzt singen wir Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mila. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Na? Willst du die Kerzen einmal auspusten? Da ist noch eine. Schaffst du die noch? Ja, will die nicht? Nochmal. Möchtest du was auspacken, Mila? Ich möchte auch was auspacken. Ich möchte das auspacken. Ich möchte auch was auspacken. Ja? Erstmal ist Mila dran. Hat Mila auch für mich ein Geschenk? Vielleicht. Vielleicht ist es mit auch ein Geschenk. Ja. Eine Geschenke sind für mich. Und gleich kann ich was auspacken. Doch. Nein. Doch. Ein Buch. Nee, die kann gar nicht sein, aber dann brauchst du nicht mehr mit deiner. Die hast du dir doch gewünscht. Ja. Ja. Soll ich die auspacken? Ja. Komm her. Und reißt das auf. Ach, heute ist Milas Geburtstag. Louis, was hast du denn? Mama. Oh, guck mal, da hat jemand sein Kleid vergessen. Ja. Guten Morgen, ich hab Geburtstag und ich bin 5 Jahre alt geworden. Cool, ne? Und ich komme bald in die Schule. Ja. Und willst du auch was sagen oder willst du nur meckern? Mila hat Geburtstag und war ein bisschen stressig, weil ich ein bisschen verpennt habe. Ich wollte eigentlich viel früher aufstehen. Und dann will sie natürlich ja ihre Geschenke auspacken, hat sie auch gemacht. Wir gehen jetzt schon in den Kindergarten. Wir sind bewaffnet mit Kuchen und Geburtstagstütchen. Und dann geht es gleich weiter für mich. Und ja, wir beeilen uns jetzt mal. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Als erstes muss ich jetzt mein Handy laden. Und dann geht's ans große Backen. Beziehungsweise so viel ist es gar nicht. Und dann wollte ich eigentlich noch duschen, wenn ich das schaffe. Mir blutet ein bisschen das Herz, weil der kleine süße Louis im Moment gar nicht gerne in den Kindergarten geht. Und ich überhaupt nicht verstehe, warum das auf einmal so ist. Und er immer ziemlich doll weint. Heute hat er mir fast mich entblößt und an mir gerissen. Und mir tat es echt richtig leid, ihn da zu lassen. Und ja, die Erzieher sagen zwar immer, dass er dann am Grinsen ist. Deswegen weiß ich nicht, wie weit ich das ernst nehmen kann. Vielleicht kennt ihr auch solche Situationen. Vielleicht liegt es auch in der Schwangerschaft, dass er irgendwie merkt, da kommt Konkurrenz. Ich weiß es nicht. Habt ihr da vielleicht Erfahrungen? Ich weiß auch nicht, wie wir da jetzt weitermachen. Weil wenn es so weitergeht, dann werde ich ihn auf jeden Fall nicht hinbringen. Das kann ich dann auch nicht. So, und jetzt muss ich hier, liegt einiges rum. Das muss ich mir jetzt mal ein bisschen hier beiseite schaffen, Platz machen. Und dann backe ich 2 Kuchen. Und das meiste habe ich aber eigentlich schon ganz gut vorbereitet. So, ihr Lieben, ich bin jetzt soweit fertig mit Kuchen machen. Also der Regenbogenkuchen, der muss noch verziert werden. Und der Butterkuchen, übrigens das beste Rezept, ich verlinke es euch mal in die Infobox. Der schmeckt wirklich richtig gut und der ist schön hochgegangen, das freut mich. Der kommt noch in den Ofen, es dauert aber nur 10 bis 15 Minuten. Und ich gehe jetzt duschen und durchatmen. Ich habe gerade voll den Tiefpunkt und würde eigentlich am liebsten ein bisschen schlafen, aber naja, das müssen wir jetzt verschieben. Ich zeige euch mal grob, was Mila geschenkt bekommen hat von mir jetzt. Also, achso, das hat Louis gekriegt, damit er nicht so in die Röhre guckt. Aber Mila hat auch Seifenblasen bekommen. Und dann hat sie die Kittycom Max bekommen.
Ich habe sie in schwarz genommen, weil wir eine pinke Hülle dazu geschenkt haben. Weil die pinke irgendwie 50 Euro teurer ist. Und ich dachte, ach, dann machen wir da eine pinke Hülle drüber. Und dann hat sie die Trinkflasche von Mepal bekommen und die Brotdose. Die finde ich übrigens richtig gut. Also ich werde ihr davon und auch Louis nochmal eine holen. Die geht ganz einfach auf. Und die hat halt zwei Fächer. Und die ist nicht so schwer. Ich finde ja die anderen gehypten Brotdosen, die sind so mega schwer. Mila hat auch eine, aber die gebe ich ihr nie mit. Dann hat sie einen Cocolotti bekommen. Wer kennt die noch von euch? Ich habe den eigentlich mehr für mich gekauft. Das sind einfach so Kindheitserinnerungen. Aber vielleicht spielt sie ja ganz gern damit. Dann hat sie noch ein Märchenbuch bekommen. Was zum Kneten, denn sie liebt Kneten. Und diese große Sally-Puppe, die hat sie sich so sehr gewünscht. Und naja, nachher geht es ja noch ein bisschen weiter mit Geschenken. Und dann hat sie noch einen Hula-Hoop-Reifen gekriegt. Den hat sie sich auch schon lange gewünscht. Und eigentlich noch einen Zauberstab. Aber ich weiß gerade nicht, wo der ist. Gerade hat der Postbote geklingelt. Und ich habe auch ein kleines Geschenk. Ich bin gespannt, was es ist. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das schon ist. Ja, ich gucke jetzt mal rein und zeige es euch. Da war auf jeden Fall diese Box drin. Die mache ich jetzt mal auf. Oh Gott, ist das süß. Da kriege ich ja gleich einen hysterischen. Ganz viel Freude wünschen Lala und Käthe. Also auf jeden Fall bei Instagram bei Lala und Käthe vorbeischauen. Ich verlinke es euch mal in der Infobox. Aber auf Instagram wird es auch noch einen Post geben. Oh Mann, ist das süß. Und das ist komplett handgemacht. Und zwar ist das einmal eine Beißkette. Finde ich richtig süß. Und die Farben gefallen mir total gut. Ich habe ihr da freie Hand gelassen, weil ich gar nicht so ein Konzept mit Farben habe. Wie süß ist das denn? Eine Kinderwagenkette. Da fehlt jetzt nur noch der Kinderwagen. Leute, das ist so süß. Gott, ich bin gerade richtig verliebt. Ich wünschte, ich kann ein bisschen häkeln, aber sowas hier, das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Sie hat praktisch die Perlen umhäkelt. Und ich bin... Oh, jetzt fehlt nur noch der Kinderwagen. Der muss jetzt unbedingt kommen, damit wir alles schön machen können. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank. So, ich bin jetzt umgezogen und startklar. Wir gehen jetzt schnell die Kinder abholen und dann geht's zur Feier. Ich habe mich nochmal umgezogen. Ich weiß immer nie, was ich anziehen soll. Gefällt euch das? Ja, kann man tragen, oder? So, neuer Tag, neues Glück. Nein, der Geburtstag war super schön. Ich konnte da leider nicht so filmen, weil ja, waren viele Kinder, viele Leute und die kann ich jetzt nicht auf YouTube stellen. Und wir wollten es einfach auch ein bisschen genießen. Mila hat einen sehr schönen Tag. Es gab Kratzeis, es war ja mega heiß. Und ein Planschbecken haben wir hingestellt. Es gab Hotdogs, Kuchen. Und ja, es hat für alle gereicht. Das ist immer so, ich will immer nicht zu viel übrig haben, aber ich will danach nicht zu wenig haben. Wir haben Topfschlagen gespielt. Und ja, Mila liebt ihre Geschenke. Das war die perfekte Auswahl. Ich mache immer so eine Wunschliste, damit sie auch was bekommt, womit sie dann, ich habe empfangen, was hat, womit sie auch wirklich spielt und Interesse hat. Da sind ja Kinder auch relativ unterschiedlich. Ich werde jetzt nämlich den Haushalt schmeißen. Der ist nämlich schon seit ein paar Tagen überfällig und durch die Terrasse und dadurch, dass sie dann auch manchmal ins Planschbecken gehen, schleppen die hier echt ganz schön viel Dreck rein und immer haben die immer schwarze Füße und deswegen werde ich hier mal ein bisschen sauber machen. Badezimmer müssen auch geputzt werden. Ich habe halt ein bisschen Energie, weil es ist schön kühl heute. Es sind nur 17 Grad und da ist natürlich angenehmer, was zu machen. Aber damit ihr auch mal wisst, bei mir bleibt auch mal was liegen, auch mal länger liegen. Gerade bei der Wärme und so mit dem dicken Bauch. Ich zeige euch nochmal meinen Bauch. So, das ist jetzt hier mein Bauch. Und ich finde, dass er ganz schön runtergerutscht ist. Ich weiß nicht, ob das hier auf der Kamera so jetzt so rüberkommt und mit dem, was ich anhabe. Aber ich finde schon, dass der tiefer gerutscht ist. Ich kriege auch besser Luft. Und ja, das ist jetzt mein Bäuchlein. Bauchnabel ist auch draußen. Ich hatte nämlich eine Woche lang durchgehend einen harten Bauch. Also das war schon nicht mehr schön. Ich wollte auch ins Krankenhaus fahren, aber ach, ich bin da immer nicht
so ängstlich, sage ich mal. Und ja, der war ziemlich hart. Also der war wirklich wie ein Stein und tat auch weh. Also direkt hier auf dem, um den Bauchnabel rum auch. Ist auch ein bisschen gerissen leider. Ich hoffe, dass es danach nicht zu doll ist. Aber na gut, drei Kinder haben hier schon drin gewohnt und deswegen, oder eins wohnt ja noch drin. Ja, mal gucken. Ich bin auch mal gespannt, ob es diesmal ein bisschen früher losgeht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, weil ich doch schon zwischendurch immer Wehen habe. Ist klar, sind Übungswehen, aber kenne ich so nicht von mir. Die Schwangerschaft ist einfach komplett anders. Und jetzt mache ich mich an den Haushalt. Ich wollte euch mal ein kleines Update geben, was wir schon so an Ausstattung haben. Und zwar ist es dieses Babybett. Das ist tatsächlich ein ganzes, also Babybett, keine Beistellbettgröße, aber es ist ein Beistellbett. Hier ist auch noch so ein Gurt drin, ne? Den kann man dann am Lattenrost befestigen. Und hier hinten ist noch die Stange, die man dann halt vorne dran machen kann. War für uns die praktischste Lösung. Wir haben das alles aber noch eingepackt gelassen und werden das, denke ich mal, so in 2 Wochen auspacken, damit es auch ein bisschen Luft bekommt. Und wir haben uns für dieses Design entschieden. Es gibt aber auch noch eine andere Seite, die ist ein bisschen gepunktet, weil es einfach am besten ins Schlafzimmer passt. Und hier ist der Wickeltisch mit, ja, jede Menge Babyklamotten, die ich jetzt alle fertig gewaschen habe. Die muss ich aber irgendwie wegsortieren und ich habe keinen Platz. Also das sind die 62er Sachen, 62, 68, die 50 und 56, Moment. So, und hier unten stapelt sich sozusagen die Sachen in 50 und 56 und hier sind noch so ein paar Fußsäcke drin und da sind auch noch ein paar 62er Sachen. Ich habe viel zu viele Klamotten eigentlich. Da sind noch Mützen, 1000 Stück. Ich kann euch mal zeigen, wie viele das sind. Das ist eigentlich... So. Das sind komplett alles nur Mützen. Und ja, ich weiß gar nicht, wann sie das alles anziehen soll. Hier sind noch so ein paar Jäckchen. Ich habe überlegt, in diese freie Ecke da hinten den Schrank von Mila aus dem Zimmer zu holen. Und Mila kriegt dann einen ganz normalen großen Schrank, weil ihre Sachen passen eigentlich eh nicht mehr in diesen kleinen Schrank. Maxi-Cosi haben wir auch schon. Eigentlich haben wir alles. Außer Kinderwagen. Der fehlt uns immer noch. Die müssen wir jetzt echt unbedingt mal jetzt kaufen. Wir waren ja schon im Laden und wollten den bestellen. Zum Glück war es so voll und wir haben es nicht gemacht. Kann man jetzt echt so sagen, weil wir nochmal einen gefunden haben, der für uns praktischer und auch irgendwie schöner ist und einfach besser ins Auto passt. Genau, und deswegen, ja, der hat aber auch nicht so lange Lieferzeit. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass wir den jetzt noch nicht bestellt haben. Aber ich dachte, wenn da noch mal ein bisschen Luft dran kommt und der nicht so ganz neu riecht, ist es schöner fürs Baby. Ich habe jetzt schon die Wäsche gemacht und werde jetzt die Wohnung durchsaugen. Ich sehe jetzt ein bisschen fertig aus. Aber ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Und muss jetzt nachher nur noch die Putzsachen ein bisschen wieder wegsortieren, damit die Kinder da nicht rankommen. Und die hole ich jetzt ab und Wäsche muss ich noch aufhängen. Aber sonst habe ich heute alles geschafft. Und ich hätte es nicht gedacht, weil... so süß wie Carlo da gerade bin. Weil ich ein bisschen bei Instagram hängen geblieben bin und dann erst doch ein bisschen später angefangen habe. Und ja, dann marschiere ich jetzt mal los. Und da ist sie. Nein, du passt mich gut auf. Du passt gut auf, ne? Ja. Schlaf mal schön. Ja, der ist immer die ganze Nacht unterwegs und schläft dann den ganzen Tag. Ich bin ja mal gespannt, wie der Tag heute für Louis war, weil der heute das erste Mal seit Wochen nicht geweint hat. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich dann auch mal einen Kloß im Hals hatte, weil er dann so weint und dass ich ihn dann nicht da lassen kann. Aber die Erzieher sagen halt immer, er lacht dann und naja, jetzt ist er auch zu den endlichen Elementarbereich gekommen. Da war ein bisschen Personalmangel und das hat ein bisschen sich hingezogen. Und seine Lieblingserzieherin ist jetzt schwanger. Die war von heute auf morgen nicht mehr da. Genau. Und ich fahre jetzt los und mein Auto müsste eigentlich auch mal geputzt werden. Ey, das sieht aus. Sehen eure Autos auch mal so aus mit Kindern. Also von außen wie von innen sieht es einfach nur schlimm aus. Und ich muss es unbedingt jetzt mal nächste Woche machen.
Ja, vielleicht macht mein Freund das auch, weil ich weiß nicht, wie ich hier mit dem dicken Bauch rumkraxeln kann im Auto. Ich fahr jetzt los. Aber du darfst mir doch gleich beim Kartoffeln schälen helfen, ja? Okay? Und du, Mila, nicht. Nee. Können wir jetzt losfahren? Ja. Gut, alle bereit? Alle bereit? Ja. Wir waren gerade noch bei Lidl, lohnt sich. Fünf mache ich jetzt. Wir waren eben noch bei Lidl einkaufen und es gab Bananen, Vogelpudding, Glücksalat, eine Gurke, Kirschen, dann noch Kiwis, Joghurt dreimal. Die Tochter von meinem Freund kommt nämlich auch gleich. Dann gibt es heute Fischstäbchen. Einmal grüne Äpfel, das sind meine Lieblingsäpfel. Mal ein bisschen Milch. Apfelmus. Katzenfutter. Mama, kann ich meine Kamera? Wie siehst du denn aus? Meine Kopfhörer. Dann kann ich meine Kamera aus dem Ladekabel rausziehen. Die ist schon fertig. Dann kannst du einmal die Rolle da hinten in den Müll schmeißen. Ja, ist nicht getroffen. Hä? So, weiter geht's. Noch mehr Fischstäbchen. Ein bisschen Mozzarella. Ein bisschen Feta bzw. Hirtenkäse. Nochmal Katzenfutter. Noch einmal Glasreiniger, der ist mir nämlich heute leer gegangen. Und dann gab es noch eine Honigmelone und das bringe ich jetzt mal schnell weg. Und dann spiele ich ein bisschen mit den Kindern. Oh, hat sie ihre Schuhe verloren? Hä? Hä? Wie bitte? Hat sie ihre Schuhe verloren? Ja. Das arme Kind. Und du baust unser Spiel auf? Ja. Wir spielen, wie heißt das Spiel? Weißt du das? Klick. Nee, Klack. Klack. Das macht richtig Spaß, ne? Das ist so, das kann ich euch echt empfehlen. Das sind so, oh, Louis schmeißt alles um. Louis kann ja mal aufbauen und dann zeigen wir mal, wie das geht. Weiß gewürfelt hat. Genau, wenn man weiß und weiß hat, dann muss man alle einsammeln ganz schnell. Oder wenn man jetzt nur weiß und einen Stern gewürfelt hat, dann muss man alle Sterne einsammeln. Und wenn man Blumen gewürfelt hat, dann muss man Blumen fangen. Genau. Ich habe lila und Puzzle. So, alle lilanen Puzzle. Los geht's. Lilane Puzzleteile. Das sind, ne? Mhm. Louis, du auch. Stern. Alle Sterne sammeln. Alle Sterne. Die ich auch? Nee. Alle zusammen. Schnell, alle Sterne. Nein. Ich glaube, Louis hat ein bisschen geschummelt. Nee. Ich kontrolliere das jetzt mal. Gewonnen. Ich glaube, das ist eindeutig. Oh, wir spielen nochmal, ja? Ja. Eine Runde. Juri. Milch. Mila hat sich jetzt Obstgarten ausgesucht. Ich kann das Spiel allerdings nicht mehr sehen. Aber was muss, das muss, ne? Dann wollen wir mal. Und du angelst schön? Ja. Okay. Was grinst du so frei? Warum kann ich so lachen, du? Willst du Mama ärgern, ne? Mit diesem Babyspiel hier. Bist du noch ein Baby? Ja, was ist? Mila kann nicht. Mila sagt nein. Computer sagt nein. Computer sagt nein, da kann ich gucken. Ja, räumt das gleich hier auf, ne, bitte? Ja. Louis, da stehen noch deine Fische, die muss auch noch wegpacken. So, wir haben ein paar Spiele gespielt. Und ich muss gleich noch ein bisschen essen machen, weil die sind auch Fischstäbchen mit Kartoffeln, ein bisschen Gemüse. Hier kommt das da. Apfelmus und meine Haut wird besser. Hier kommt das da. Aber
habe halt so Röte und ein paar Pickelchen. Mama, und ich muss auch duschen. Also, das mache ich auch nachher, wenn die Kinder im Bett sind. Das ist das da. Und, aber ja. Ich habe mir das ausgesucht. Und Mama. Pass auf mit dem Sand. Ich habe da ein bisschen Angst eigentlich. Hat sie auch zum Geburtstag gekriegt von jemandem. Ist voll süß eigentlich, aber mit dem Sand ist ein bisschen doof. Wir können auch kneten. Wenn ihr wollt. Ja. Mila hat noch Knete gekriegt. Einmal so ein, was ist das? Zum Burger machen. Und eine Knetmaschine für Kuchen. Ja. Und das wollen die beiden jetzt spielen und dann kann ich Wäsche aufhängen. Erzähl mal, was du hier gebacken hast. Also das ist so, das habe ich aus dem Kreis gemacht. Das habe ich hier aus die Form gemacht. Das habe ich da gemacht. Das habe ich da gemacht. Und jetzt habe ich noch mit der rosa Farbe hier das so, so ein Croissant und sowas gemacht. Nur nicht mit den Zehen. Die Farbe ist, glaube ich, leer. Und, findet ihr das gut? Ja. Super. Eigentlich wollte ich die Wäsche aufhängen, aber das wurde nichts, weil ich den beim Kneten helfen musste. Also der Kopf steht immer noch hier, schon seit 2 Stunden und ich muss es jetzt aber machen. Bin da ja mal so ein bisschen pingelig, dass sie die Farben nicht so vermischen. Also jedenfalls nicht gleich sofort am Anfang, weil das ist mir zu schade. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der Knet-Fan und drücke mich da mal ein bisschen vor mich mit denen zu kneten, aber heute ist alles ordentlich und schön und dann können wir das gemütlich jetzt machen. Und jetzt beenden wir den Vlog und sagen erstmal Tschüss, weil der Abend neigt sich jetzt und wir wollen noch essen. Und jetzt räumen wir gleich das alles auf und wir sagen Tschüss. Tschüss. Sag mal Tschüss, schönen Abend. Tschüss, Abend. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.